Und recht herzlich willkommen zurück auf unserer kleinen Farm. Recht herzlich willkommen zurück zum Farm Manager 2018. So, munteres Treiben hier bei uns auf der Farm. Oh, hier sehen wir noch die Pestizide oder Insektenvernichter. Da geht's los. Die sind nämlich immer noch dabei, hier die Felder dementsprechend ja, wieder zu befreien von diesen ganzen Pestiziden. Da haben wir noch zwei Felder, die befallen sind. Und wir haben hier eine Aufgabe. Machen wir kurz. Ach komm, brauchen wir keine Pause machen. Und zwar haben wir das beim letzten Mal gemacht. Wir haben Obstfelder, also sprich Äpfelbäume angepflanzt. Die brauchen noch ein paar Tage, bis die dann dementsprechend gewachsen sind. Dann haben wir endlich Maschinen, Leute. Ja, wir haben Maschinen. Da seht ihr das. Einen Traktor haben wir. Dann haben wir hier so eine Setzmaschine für Obst, für den Obstanbau. Ne? Und hier so einen kleinen Kastenwagen, wo wir ihn alles abtransportieren können. Und ansonsten kümmern wir uns jetzt um den Winter. Wir haben hier schon den 31.10. und wir müssen langsam mal ein bisschen Gas geben. Denn wir brauchen Gewächshäuser. So. Eins eigentlich, aber ich denke, wir werden zwei bauen. Schon mal ein bisschen vorbereiten. Was sollen wir denn da anpflanzen? Tomaten. So, dann gucken wir mal. Garagen, Wohnhäuser, Tiere, Verarbeitungsbetriebe. Nee. Nein. Nein. Wo sind jetzt die Gewächshäuser? Da. 5000 kosten die nur. Okay, dann bauen wir gleich mal zwei Stück, würde ich sagen. Ich hoffe, die... Nein, die passen hier nicht hin. Verdammt. Würde ich sagen, machen wir das vielleicht hier auf der anderen Seite. Ach, guck mal, die können wir von zwei Seiten begehen lassen. Und schon wieder Insekten. Oh, Insektenplage. Ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal hier den Weg weiter. Hier so einen Weg lang. So. Und da bauen wir jetzt unsere zwei Gewächshäuser hin. Kosten zwar 5000. Wir haben ja noch ein wenig Geld. Eins. Und bauen auch noch ein zweites. So, das bauen wir mal hier so hin. Dann können wir nämlich hier noch so einen Weg bauen und können da oben noch verbinden. So. Müsste, glaube ich... Ne, das funktioniert nicht. Müssen wir erstmal warten, bis das, glaube ich, hier abgeschlossen ist. Obwohl, hier können wir so einen Weg lang bauen. Da können wir dann später noch einen Weg bauen. Und dann werden wir dann Tomatensetzlinge dementsprechend dann fertig machen. So, wie lange brauchen wir hier noch Bespritzung? Es dauert ja ewig... Ich würde sagen, wir brechen die Aufträge mal ab hier. Yep. Den brechen wir auch ab. Und dann kümmern wir uns mal hier gleich um den, um dieses Feld mit der vollen Manpower. So. Was müssen wir noch machen? Züchte drei Hühner. Ja gut, können wir keine mehr züchten, weil wir schon alle gezüchtet haben. Ist natürlich auch toll. So, jetzt wird hier Geld abgezogen, die Löhne. Ja, wir haben 25.000, das reicht erstmal. Aber noch ein bisschen Milch auf Lager. Da können wir irgendwas noch verkaufen. Schauen wir mal. So, bis zum 25.11. Ich glaube, so viel hatten wir, haben wir nicht. Ach doch, guck mal, können wir wieder was verkaufen. Da können wir auch ein paar Hühnereier verkaufen. Kriegen wir auch wieder ein bisschen Geld. Da kommt schon der Bauwagen. Und dann geht es gleich los hier mit dem Bau unserer beiden Gewächshäuser. Und da werden wir dann Tomaten und Erdbeeren anpflanzen. Also beides. Was haben wir hier? Nimm einen Kredit auf. Müssen wir uns mal überlegen. Wir brauchen aktuell keinen Kredit, aber wir haben noch Zeit. Vielleicht können wir das ja dann noch machen. Jetzt kommen zwei Arbeiter hier. Und die bauen unser Gewächshaus. Schauen wir uns mal an, wie das dann gebaut wird. Können wir jetzt hier schon... Wetteralarm zu niedrigen Temperaturen. Toll. Wetteralarm. Wir können jetzt hier gar nichts machen. Ist natürlich doof für die Ernte. Verdammt. Mist. Hier haben wir auch zu niedrige Temperaturen. Da können wir auch nichts mehr machen. Ja, wir haben schon Winter, ne? Mist. Ja, Gras, genau das gleiche. Ja, gut, dass wir jetzt anfangen hier mit unseren Gewächshäusern. Dann schauen wir mal. Ja, unsere Ernte ist dann wohl wahrscheinlich dann passé, ne? So, was haben wir hier? Oh, guck mal, da wird's gebaut. Sieht ja echt cool aus. Denn wir müssen ja auch Einnahmen haben über den Winter. Deswegen habe ich auch direkt zwei gebaut. So, dann haben wir auch gleich die Aufgabe abgeschlossen. Was bekommen wir eigentlich dafür?
Oh, nix. Auch toll. Zu niedrige Temperaturen. Ja, schön. Toll. Oh, was haben wir denn da? Guck mal, ein Reh. Oder ein Hirsch. Können wir leider nicht anklicken. Apfelbäume. 3 Grad. Hier können wir... Ah, guck mal, jetzt können wir wieder hier bespritzen. So, Gewächshaus ist fertig. Wir machen mal Mittel gegen Insekten. Da wählen wir jetzt mal die volle Anzahl an 4 Mitarbeitern aus. Damit die da mal richtig Gas geben können hier. Und los geht's. So, da haben wir unsere Gewächshäuser fertig. Wir könnten natürlich direkt auch wieder aussehen. Ich glaube, das machen wir auch. Und zwar sollen wir Tomaten anpflanzen, ne? Jo. So. Dann wählen wir direkt erstmal die Tomatensetzlinge aus. Rote Paprika haben wir auch noch. Haben wir noch Tomatensetzlinge? Ne, habe ich gar keine mehr. Verdammt. Ach, die sind, glaube ich... Ach, jetzt müssen wir erstmal wieder welche kaufen. Pilze auf dem... Ey, was ist denn los hier? Pilze. Dies, das. Mann. Das ist ja richtig krass hier. Beziehungsweise... Ach, die können wir abernten. Wo haben wir denn die Pilze? Oha. Da haben wir Pilze. Mann. Gibt's denn was gegen Pilzbefall? Jo, die müssen auch erst was kaufen. Oh Mann. Wie ihr seht, ordentlich zu tun. So, da kommen die Ghostbusters und die werden jetzt erstmal das Feld hier dementsprechend fertig machen. Das können wir auch abernten. Was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier Pflanzen. Wir brauchen jetzt erstmal Tomatenpflanzen. Die kaufen wir jetzt erstmal. Tomatensetzlinge. Wo haben wir die? Tomaten. Wir können auch hier eingeben, ne? Nein. Tomatensetzlinge. So, kaufen wir mal 100 Stück einmal. Und dann kaufen wir noch Erdbeeren-Setzlinge. Da kaufen wir auch nochmal 100 Stück. Und dann kaufen wir noch was gegen Pilz. Mittel gegen Pilz. Oh, das kostet schon wieder ein bisschen was. Zack, und lassen uns das liefern. So, hier wird jetzt fleißig gesprüht mit 4 Mann. Ich hoffe, das geht dann jetzt recht fix. Wir lassen das mal ein bisschen vorlaufen hier. So, das können wir schon abernten. Boah, es geht jetzt echt fix. So, dann haben wir das gleich fertig. So, unsere Lieferung ist da. Dann könnten wir hier jetzt schon mal was anpflanzen. Und zwar Tomaten. So, da haben wir noch den Jürgen haben wir da. Ah, nehmen wir den Jürgen Otto, komm. Arbeiten. So, sind die hier fertig? Jo, da sind sie fertig. Jetzt laufen die wieder weg und dann müsste das hier weg sein. Gucken gleich mal. Wir lassen mal ein bisschen hier die Uhr vorlaufen. Der fängt jetzt an zu pflanzen hier. Da geht's los. Das geht recht fix. So, das Feld haben wir fertig. Jetzt entern wir noch das Feld hier. Das können wir dann gleich fix ernten. Beziehungsweise sollten wir erstmal hier... Boah, was ein Stress hier gegen Insekten. Erstmal hier wieder die 4 Leute rausschicken hier. Die sich mal direkt darum kümmern. So, das haben wir. Hier haben wir Pilze. Verdammt. Oha. Das ist natürlich doof. Ich glaube, die können wir nicht mehr ernten. Oha. Die gehen uns kaputt. Was sieht jetzt hier aus? Ach, Mist. Das wird, glaube ich, nichts. Der pflanzt jetzt hier in unserem Gewächshaus die dementsprechenden Tomatensetzlinge. So, jetzt können wir hier noch einen Weg weiterbauen. So. Jetzt haben wir hier noch einen Weg. Den haben wir auch noch verbunden. So, und da kann man da auch langlaufen, ne? Sodass wir über Winter natürlich dann auch Einnahmen haben. Ja, der ist erstmal fertig mit der Welt. So, da kommen die Ghostbusters wieder. So, dann spulen wir mal ein bisschen vor hier. Die kümmern sich jetzt hier um die Insekten. Weil die Bodenqualität ist auch nicht mehr die beste hier. Verdammt. So, die sind fertig. Dann gleich direkt weitermachen hier mit den Pilzen. So, gegen Pilze. Da können wir nur 2 Leute aus... Ah, nein, nicht anstellen. Aber jetzt muss ich erst mal warten, bis die drin sind. Das ist auch so ein doofes Ding hier. Na komm, geht rein, da 1.
2, 3, 4. So, jetzt sind sie drin. Jetzt können wir mal fix die Leute hier losschicken. Gegen Pilze. 1 und 2. Los geht's. Spritzen wir das. So. Dann können wir hier schon abernten. Ne, können wir nicht. Verdammt. Ist zu niedrige Temperaturen wieder. Beziehungsweise wir haben jetzt, glaube ich, wieder keine Leute. Das müsste jetzt fertig sein. Ach ne, die müssen noch mal ein bisschen spritzen hier. Oder auch nicht. Ach. Menno. So, das ist weg. Geflügt kultiviert. Die Bodenqualität wird nicht besser. So, Tiere sind krank. Oh mein Gott, was ist denn los jetzt hier? Verdammt. Tierarzt rufen. Los geht's. Das ist auch fertig. So, dann können wir jetzt gleich hier abernten. Oder auch nicht, weil wir keine Leute haben. Wie sieht's hier aus? Rot, langjährige Pflanzen. Da können wir gar nichts machen. Schön. Hier können wir auch nichts machen. Ja gut, dann müssen wir jetzt wieder warten, bis die drin sind. So, der pflanzt weiter hier die Tomaten. Da kommt der Tierarzt für unsere erkrankten Hühner. Wir gucken mal, ob wir was wir hier im Lager haben. Kuhmilch können wir erstmal verkaufen. Oh, da kriegen wir fast 2000 Euro. Oder Pfund oder Dollars, wie auch immer. Die verkaufen wir auch mal. So, hier können wir jetzt nichts machen. Hier ruht alles. Na toll. So, können wir das jetzt abernten? Nein, ist abgestorben. Toll. So, dann können wir hier mal Erdbeeren pflanzen. Das könnten wir ja hier mal machen. Erdbeersetzlinge. Kaufe 77 Stück. So, auswählen. Dann müssen wir warten, bis die Dinger da kommen. Habe ich die jetzt gekauft? Da, Erdbeersetzlinge. Habe ich jetzt genug? Ach, wird geliefert. Okay. Die sind noch nicht da. So, jetzt müssen wir natürlich trotzdem gucken, dass wir Einnahmen haben. Da werden die Sachen abgeholt. Wird ja auch gleich was geliefert. So, da haben wir noch Erdbeersetzlinge. Da sind sie. So, dann können wir hier noch was pflanzen. Weil die sind doch schon da. Hä? Du brauchst 177 Stück. 77. Ach, wird geliefert. Oh. Ah, da kommen sie. So. Das heißt, die wurden jetzt geliefert. Und jetzt können wir... Ja, hier können wir nichts machen. Können wir hier mal einsehen. Schauen wir uns das mal an hier. Erdbeersetzlinge. Lienkova. Benes. Fupp. Arbeiten. Das können wir erstmal vielleicht... Abbrechen, jo. So. Tomatensetzlinge haben wir gepflanzt. Und da geht's weiter. Ich hoffe, es ist nicht alles für Maschinen ausgegeben. In unserer Gegend gibt es nämlich eine Schulung für Tiere, erneuerbare Energien. Es lohnt sich, sind nicht teuer und du wirst ein Windkraftwerk bauen können. Langfristig kannst du damit Geld sparen. Die Schulungen finden in den Gebäuden des Inhabers statt. Schulung absolvieren und ein Windkraftwerk bauen. Okay. So. 2200 kostet. Oha. Dann machen wir das mal. 7 Tage dauert das Ganze. So, die kommen jetzt hier raus. Dann könnten wir hier jetzt noch nichts machen. Toll. So, die Felder sind hin. Da ist die Schulung. Die legen jetzt los mit den Erdbeersetzlingen. Oh Mann, ey. Ist das ein Stress? Ich sag euch das. So. Die gehen jetzt da los. Die gehen da los. Können wir hier noch was pflanzen? Nö. Ist ja toll. Ja, die sind tot. Oder? Ne, 7 Tage.
Ne, die sind abgestorben. Das ist natürlich doof. Die sind auch abgestorben. Ach, Mist. Da haben wir nicht richtig geerntet hier. Verdammt. Naja. Möchtest du das Feld entfernen? Nein, ich will das Feld doch nicht entfernen. Da können wir nichts machen. Toll. Die Schulung dauert noch an hier. Die pflanzen jetzt hier alles. Und da können wir hier mal vielleicht einen zum Gießen schicken. Da schicken wir mal zwei Leute zum Gießen. Per Hand arbeiten. Aber zumindest mal ein paar Tomaten, die wir da anpflanzen können. Hier wird fleißig gepflanzt hier in den Gewächshäusern. Die Bäume brauchen auch noch genug Tage. Die müssten wir auch mal... Oh. Was ist mit dem Gras hier? Zwei Tage noch. Ja, die sind tot. Kultivieren. Ja, könnten wir eigentlich komplett platt machen, ne? Ja, die sind auch abgestorben. Toll. So, hier werden die Setzlinge gesetzt. Jetzt geht's mal, sprung mal ein bisschen die Zeit vor. So, da kommen die mit ihren Gießkannen. Und machen hier mal die Tomatenpflänzchen. Die werden jetzt erstmal befeuchtet. Da wird fleißig gepflanzt. So, die sind fertig. Jo, langjährige Pflanzen. So, da wird auf jeden Fall schön gegossen. Können wir, glaube ich, gleich. Wir sind auch tot. Toll. Alles tot hier, Mann. Könnten wir das schon mal fürs Frühjahr vorbereiten, wa? Weil so viel können wir ja da nicht machen. Oh, wir können Gras abernten. Da könnten wir ja vielleicht. Wartet mal, wie teuer ist denn hier so ein. Mal kurz gucken. Feldspritze, Güllefass, Kastenanhänger, Ladewagen. Eine Mähmaschine, ne? Was kostet der? Die Mähmaschine? Jo, kaufen. Parkplatz. So. Was haben wir hier? Hier ist alles soweit fertig. Da sind die sind noch dabei. Können wir uns eine Mähmaschine gönnen? Was können wir uns denn noch kaufen? Was brauchen wir denn noch? Ladewagen. Pflanzenmaschine, Sammelrechen. Kostet 10.000. Ne, den kaufen wir uns jetzt nicht, aber wir könnten schon zumindest das abernten, wenn das da ist, mit dem Mähwerk. So, hier geht nichts, das ist alles tot. Da können wir hier schon mal alles pflügen, alles schon mal vorbereiten. Ja, fürs Frühjahr, ne? Toll. So, komm. Wann liefert der uns denn jetzt hier das Mähwerk? Da ist es. So, und jetzt können wir hier unseren Maschinenmann hier mal dran setzen, dass der das mit der Maschine macht. Und zwar einmal das. Das macht die Liam Cover und die macht das mit der Mähmaschine und dann fährt sie los und erntet das ab. Sodass wir zumindest für die Kühe alles haben. Guck mal, oh, guck mal, wie viel Mist wir haben. Das ist ja krass. So, ansonsten, ja, die sind abgestorben. Wir könnten jetzt hier noch befeuchten. 1, 2, 3. Die schicken wir mal los hier für unsere Erdbeerfelder hier. So, was sagt unser Lager? Haben wir wieder genug Kuhmilch? Ist ja fast ein Tausender. Da kommen noch ein paar Eier mit hinzu. Die verkaufen wir auch. So, haben die noch genug auf Lager hier? Ja, ist auch nicht mehr so viel. Dann müssen wir bald mal gucken, dass wir da vielleicht noch was holen. So, die fährt jetzt los. Und macht jetzt die Felder quasi fertig. Also schon mal ein Vorteil. Da brauchen wir das zumindest nicht von Hand machen.
Ach, guck mal, wie schnell das geht, ne? Zack, 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 zack. Jetzt mäht die das und dann können wir das dann gleich einsammeln. Das können wir dann mit den ganz vielen Leuten machen, die jetzt hier zum Gießen vorlaufen. So, habe ich denn schon einen Grubär? Nee. Oder einen Flug, weil da könnte ich nämlich die Felder hier schon machen. Wie teuer ist denn das hier? Gucken wir mal. Anhänger mit Wasser. So, neue Traktoren gibt es. Gibt es auch keinen Grubär? Was ist das denn? Toll. Also müssen wir den Schnullifax hier noch mit der Hand machen, oder wie? Ja, sieht zumindest so aus. So, hier wird auf jeden Fall ordentlich abgeerntet. Ja, so langsam wird's. So, da wird fleißig gegossen. So, das ist natürlich alles tot. Ja, ist auch alles tot hier. Mann, 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 Mann. Da war ich irgendwie nicht schnell genug. So. Oh, die müssen auch mal befeuchtet werden hier. Haben wir da vielleicht so eine Wasserspritze oder sowas? So, fertig ist sie. Hier bräuchten wir auf jeden Fall so eine Wasserspritze. Mal gucken, wie teuer die ist. Anhänger mit Wasser. Der kostet 3,5. Na komm. Geht der auch für Bäume? Nee. Himbeeren? Na, natürlich nicht. Feldspritze Obstanbau. Sprinkler neu. Ach, der kommt dahin. Beregnungsanlage mit beweglichen Sprinkler. Cool. Das ist auf jeden Fall für Äpfel. Den könnten wir uns mal gönnen. Oh nein, ich habe keinen Platz mehr in der Garage. Verdammt. So, die sind hier fertig. So, das ist auch fertig. Das heißt, das könnten wir dann... Ach nee, scheiße. Zu Ballen pressen. Mhm. Oder muss ich das jetzt... Hä? Ich glaube, wir brauchen hier dieses komische Gerät. Aber wir haben keinen Platz mehr. Toll, jetzt können wir es nur zu Ballen pressen. Per Hand. Naja. Machen wir das mal fertig hier. 1, 2, 3. Haben wir noch weiteres Personal hier? Nö, die können das mal machen. So. Das ist gleich fertig. Da können wir dann auch wieder was bauen. So, jetzt kommen die hier raus. Ach ja, stimmt, die sammeln das jetzt ein hier. Ah, so, genau, so war das. So, die sammeln das jetzt alles ein hier. Schön fein säuberlich. Und lagern das dann ein. So, dass wir dann auf jeden Fall genug Gras haben. So, Schulung ist beendet. So, und jetzt können wir quasi ein Windkraftwerk bauen. Wo können wir das bauen? Ich glaube auch hier. Windkraftwerk. 60.000 kostet das. Was? Bitte was? Nee. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ein Windkraftwerk. Toll. Kühe müssen wir noch züchten. Wie soll ich denn an 60.000 kommen? Ja gut, ich könnte mir einen Kredit nehmen, ne? Kredit aufnehmen. Was kann ich denn für einen nehmen? Da brauche ich wieder eine Schulung. Oh. Bankwesen abschließen. Mann, 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 Mann. Mal gucken, was wir noch für Schulungen machen können hier. Landwirtschaftsakademie. Verhandlungsfähigkeit, Workshop Lagerfähigkeit, Schulung für finanzielle Verwaltung, 2000. Ach Leute, ey. Die machen mich bekloppt. Was brauchen wir denn da? Erneuerbare Energien brauchen wir.
Aber wir haben nicht genug Geld. Verdammt. Wir haben nicht gut gewirtschaftet. So, was machen die hier? Da ist alles Tutti. Da ist auch alles Tutti. Hier wird noch soweit alles eingesammelt. Was sagen unsere Bestände? Wir können bestimmt wieder ein bisschen Kuhmilch verkaufen. Ja, schon wieder über 1000. Wir könnten auch einen Autohandel einstellen, ne? Sehe ich gerade. Wäre auf jeden Fall auch noch möglich. So, Kredit aufnehmen. Musst du praktische Schulung für Verhandlungsfähigkeit. Schulung für Verhandlungsfähigkeiten. Schulung Bankwesen. Okay. Praktische Schulung für, wie hieß das? Schulung Bankwesen. Mhm. Schulung Bankwesen. Moment, Schulung Bankwesen. Arbeitsrecht. Bankwesen. Wo ist denn hier Bankwesen? Nee, da warten wir lieber nochmal ab. Bevor ich jetzt hier irgendwas mache und das nicht funktioniert. So, die sammeln noch fleißig ein hier. Ja, unsere Gewächshäuser. Die haben wir hier. Ich würde sagen, da machen wir nochmal einen Screenshot von. Fupp. Können wir mal hier so reingucken, so ein bisschen. Ein bisschen grau am Himmel. Ich glaube, das drehe ich nochmal. Oder? Mal gucken. Dass wir hier vielleicht so einen schönen Schnappschuss ergattern. Joa. Ich würde sagen, dann machen wir mal einen Screen von. Machen. Am besten noch einen von, weil ab und zu macht er irgendwie die Bilder nicht, habe ich manchmal im Gefühl. So, wir haben 4 Grad draußen. Fast Weihnachten. Ja, die anderen Felder sind alle dahin. Ansonsten wird hier noch fleißig eingesammelt alles. Und wir brauchen jetzt auf jeden Fall Geld. So, sind wir jetzt hier fertig? Ja, sind auf jeden Fall fertig. So, 32 Tage brauchen die. Ja, hier können wir nichts machen. Sind alle abgestorben. Das heißt, wir sollten hier auf jeden Fall wieder alles... Ja. Umgraben, kultivieren. Gepflügt und kultiviert ist. Ja, auf jeden Fall sind die Temperaturen zu niedrig. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal schauen. Gärfutter haben wir auf jeden Fall genug produziert. Gewächshaus schauen wir uns auch nochmal kurz an. Die Tomaten sind da auf jeden Fall schon gesät. Da schicke ich nochmal 2 Leute hin zum Gießen, damit das auch optimal läuft. 1 und 2. Hätte ich auch 3 hinschicken können. Schicken wir lieber da 3 hin, weil da haben wir ein bisschen mehr zu tun. Und ja, Leute. Gewächshaus haben wir gebaut. Müssten noch ein Windkraftwerk bauen. Das sieht das Kapitel vor. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Ob wir jetzt einen Kredit aufnehmen oder nicht. Und ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen, Leute. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ja. Und ich sag... Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.